Leute, willkommen zurück zu Jurassic Park Builder. Ja, in der letzten Folge haben wir es mal endlich mit einem krassen Gegner oder mit mehreren krassen Gegner aus der Oyster League aufgenommen. Es war relativ knapp und bisher habe ich auch noch nicht viel mehr in meinem Park gemacht. Ich hatte ehrlich gesagt keine Zeit. Letzte Zeit verschlingt mich mein Privatleben einfach, beziehungsweise Arbeitsleben. Verständlich. Verständlicherweise. Wir sammeln hier also erstmal die Kohle auf. Ist quasi alles so, wie als ich gestern gegangen bin. Aufgehört habe. So. Wir erstmal wieder ein bisschen Geld haben. Und das U-Boot bringt uns wieder was Schönes hoffentlich. Na. Schön ist das nicht. Ist okay. So, ab zum Gletscher. So, es läuft noch eine DNA-Bergung. Oh, jetzt bin ich aus Versehen da drauf gekommen. Ui. Aber das werden wir uns definitiv gleich reinziehen. Vielleicht machen wir es sogar. So, aber erstmal will ich hier die Kohle einsammeln und da ist noch eine Forschung offen, glaube ich, gesehen zu haben. 8000er Forschung. Können wir mal durchziehen. War ätzend. Nein, ich gebe keine Dollars aus. Denn ich spare auf den Tyranno. Und der ist ziemlich teuer. Hier lohnt es sich gar nicht, Dollars zu nehmen. Seht ihr selber. Bei diesen Forschungsgeschichten geht das relativ schnell. Wenn es denn nicht fehlschlagen würde. Mensch, Mensch, Mensch. Oh. Ich kotze. Yay, einmal noch. Sehr gut. Okay. Neues Viech, aber das bauen wir auch nicht. Was? Wollmammut? Alter. 2000 mickrige. So, weg mit dir, Heli. Wir können ja eigentlich nochmal schauen, ob wir jemanden füttern können, hochfüttern können. So, die will ich beide mal wieder ein bisschen hochzüchten. Hier zum Beispiel. Ja, viel ist da nicht drin. Schade. Schade, schade, schade. So. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, wieder heute in die Kampfstufen zu gehen. Aber. Aber, und jetzt kommt das Aber. Ist halt noch dieses DNA-Event hier. Das sich definitiv lohnen kann. Wir müssen also diese drei dort schaffen. Ja, komm. Wir probieren es nochmal. Wie auch schon letztens. Ich hoffe, dass ich wieder so viel Glück habe. Ich glaube aber nicht daran. So, zeig mir meine Gegner. Okay. So, dann nehme ich wie immer meine Auswahl. Und wie immer kriege ich hochkarätige Viecher entgegengesetzt. Alle seine sind stärker als meine. Wie immer. Aber das hat ja nichts zu sagen. Okay. Warum muss ich anfangen? Ach, immer diese Ablocker hier. Kenn ich auch.
Wir warten erstmal und opfern noch keinen Spezialangriff. Okay. Ja, immer wenn die so lange zögern, machen die meist eine Spezialattacke. Die überlegen, könnte er jetzt steffen oder nicht? Siehst du? Kennen die Gegner schon. So, jetzt habe ich ihn aber auch soweit. Der fällt jetzt lieber. Okay. Def aber nochmal. Meine Def natürlich weg. Ja, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, jetzt geht meine auf jeden Fall drauf. Viel muss da gar nicht passieren. Oh, er hat kein Def. Yep. Nein, sterben wird er natürlich nicht. Aber wir ziehen ihn ordentlich ein. Hihihi. definitiv. Ah, falsche Attacke. Shit. Guter Treffer, ja. Sarkasmus ist angesagt. So, das Vieh müssen wir unbedingt loswerden. Eieieiei. So. Wow. War klar. Okay, 1 gegen 1. Ja, wir geben ihm mal einen Glückwunsch. Und hauen jetzt mal voll rein. Volle Kacke. Ah, er hat's überlebt. Dichel mal ein bisschen. Ha, wir kriegen auch eine in die Fresse. Ha, wir haben aber überlebt. So, stirb. Ja, manchmal muss man Glück haben, oder wie? Ich sehe es nochmal. Yo. Die Gegner hier sind definitiv auf Augenhöhe. Ich würde sagen, ich habe nur noch ein bisschen mehr Glück. Das ist alles. Das wäre auch echt extrem schade, wenn ich hier scheitere. Okay. Alter. Rodon, den habe ich ja jetzt auch. Ja, ein Tyranno, aber okay. Oh, das gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Yeah. Ich mag diese Langhälse. Er macht direkt mal Spezialangriff. So. Wir machen es aber erstmal nochmal ohne Def. Alter. Würde sich dreimal überlegen, ob er nicht deft. So, hier brauchen wir nur einen Biss. Es war klar. So, jetzt fange ich aber auch an zu deffen. Wohahaha. Ja. Das Spiel kann ich auch spielen, nur ich kann es eine Runde länger als du spielen. Was ist das?
Death. Darf ich nicht vergessen. Jetzt hat er keine Death mehr und ich auch keine mehr. Muhahaha. So. Jetzt können wir die geballte Power unserer Spezialangriffe in die Fresse hauen. Yeah. So, machen wir jetzt schnelles Ende, würde ich sagen. So schnell es geht auf jeden Fall. Hi. So, ich würde sagen, das war's, Kollege. Der Sieg ist unser. Yeah. Ab ins Finale, genau. Wie auch gestern schon. Ja, Leute, ich spiele das jetzt hier nochmal durch. Es mir einfach so viel bringt. So viel Dollars. Und ein bisschen muss ich sagen, sind die Gegner... Okay, sie sind schon krass. Aber sie sind noch im Rahmen des Möglichen. Man kann sie besiegen. Alter. Giganotosaurus. WTF. Hat er einfach mal am Start. Doch sagen, viele hier sind echt overpowered. Alter, der geht direkt in die Vollen. Boah, Alter. Okay, ich gehe noch nicht in die Vollen. Ah, shit. Ich muss einmal deffen. Und das war eine gute Wahl. So, wir versuchen es mal mit einem Biss. Okay. Er hat noch einmal Spezialangriff. Oh. Sein letztes Mal. Er hat noch zweimal Death. Das ist ziemlich unangenehm. Okay, jetzt haben wir ihn aber wieder auf einer Spur. So. Ja, sehr gut. Darauf habe ich spekuliert. Wir müssen ihm noch das eine Mal Death abjagen. Ich muss jetzt deffen. Ich brauche meinen Dino. Okay, jetzt bin ich meinen Dino los. Okay, aber ich habe noch dreimal Spezialangriff. Huhuhu. Bye bye, Corythosaurus. So, jetzt hat er nur noch den Allosaurus, der nur normal angreifen kann. Aua, das war richtig effektiv. So. Muss ich mich hier wehren? Auf ihn mit Gebrüll. Yo, okay, unser Pteranodon geht auf jeden Fall drauf. Aber dann haben wir ja noch einen. Der ihm jetzt den Gnadenstoß verpassen dürfte, hoffentlich. Yep. Ja. Ja, Leute. Wieder ein Teilstück geschafft. $80. Das nächste Turnier in Reichweite. Yeah. Sieg gefeiert.
Boah, echt, so viel braucht man dafür. Heftige Lage, heftig. Aber Mann. Ach, ganz vergessen. Einer hätte ich drauf geklickt. Jo, eigentlich wollte ich aber die Kampfstufe machen, aber wie gesagt, ihr habt es gesehen. Es war notwendig. Das hat wieder übelst Fun gebracht. Ich finde diese Turniere dermaßen geil. Diese Art von Turniere hätte ich auch gern bei Jurassic World. Fände ich eine gelungene Abwechslung zu den normalen Events und Kämpfen. Könnte sich Ludia ja mal überlegen, aber ich vermute, dass sie genau sowas irgendwann auch einführen werden. Kommt Zeit, kommt Rat. Jo, Leute, dann machen wir jetzt erstmal Schluss. Ich überlege mir, ob ich morgen vielleicht Turnier und Kampfstufe zeige. Und vielleicht einen kleinen Umbau des Parks. Muss man gucken, wie man Zeit hat. Also bis morgen 20 Uhr. Ciao, ciao.